Es könnte auch aus dem High-End-Bereich stammen, weil es so schön feuchtigkeitsspendend ist. Also das ist wirklich das pflegendste Produkt von Balea für die Haare, was ich tatsächlich kenne. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute meine aktuellen 20 Balea-Favoriten aus der Kategorie Pflege und Haare. Ich freue mich auch schon richtig, weil diesmal richtig coole Produkte mit bei sind, die ich glaube ich auch noch nie in meinen YouTube-Videos gezeigt habe. Einige Produkte kennt ihr aber vielleicht schon. Wir starten mal mit der Cremeöl-Körperlotion. Mit Allantoin Mikrobiom Balance, trockene und empfindliche Haut, ist ja von Balea mild und hautfreundlich, also spendet auch 48 Stunden Feuchtigkeit. Und das Coole ist, ich hatte diese Creme, also ich habe die mir jetzt schon zum zweiten Mal nachgekauft, denn die ist so richtig angenehm zart weichmachend. Ist quasi geruchslos, also riecht wie diese typischen Balea mild Produkte, hat jetzt nicht wirklich Geruch, hinterlässt aber so einen ganz zarten Ölfilm auf der Haut, der jetzt nicht so schmierig sapschig ist, sondern richtig angenehm. Also perfekt auch jetzt für die kältere Jahreszeit, wenn man wieder eher zu trockener Haut vielleicht neigt. Macht die Haut richtig zart und weich. Also von mir eine sehr, sehr, sehr große Empfehlung, was Bodylotion bzw. Creme oder Ölprodukte angeht, weil das ist die perfekte Mischung. Dann aber auch ein Duschgel, das extra für sensible und empfindliche Haut ist. Also falls ihr nicht so gut mit Geruchsstoffen und Parfüm in Duschgelen klarkommt, gibt es von Balea mild pH 5,5 hautneutral, auch eine Cremeöldusche. Also ich bin im Moment ein totaler Fan davon. Mit Nachtkerzenöl ist das Ganze angereichert für trockene und empfindliche Haut. Und das macht nämlich auch einen schönen, zarten Film auf der Haut, pflegt die Haut gleichzeitig beim Duschen. Durch Wasser wird die Haut ja immer automatisch so ein bisschen ausgetrocknet, was ja nicht unbedingt gut ist für die Haut. Und damit bekommt man das Ganze so ein bisschen gebändigt und in den Griff, sage ich jetzt mal, weil die Haut gleichzeitig beim Duschen gepflegt wird und das alles pH-neutral. Also könnt ihr für euren ganzen Körper quasi verwenden. Wir bleiben einfach mal direkt unter der Dusche. Ich habe hier nämlich auch von Balea mild das Ultrasensitive Rasiergel jetzt gerade wieder nachgekauft. Ich habe das jetzt schon zweimal aufgebraucht. Ohne Parfüm und ohne Farbstoffe. Und es ist ein wirklich richtig schönes Rasiergel. Ich habe euch das auch schon einmal empfohlen. Vielleicht auch schon zweimal. Ich weiß es gar nicht. Ich bin halt wirklich ein riesengroßer Fan davon, weil man so sanft und schonend damit rasieren kann und die Haare wirklich auch in einem Rutsch entfernt bekommt. Und das Rasiergel ist jetzt nicht so sapschig und verrutscht, sondern es bleibt richtig schön an Ort und Stelle. Also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Rasiergel aus der Drogerie. Und ich bin selten ein Fan von Rasiergel bzw. Rasierschaum. Ich finde selten Produkte, die ich richtig gut finde, und das ist halt ein Produkt, was ich mir immer wieder nachkaufen würde. Und dann für nach der Rasur, denn vor allem im Intimbereich kennen wir das alle, es ist nicht immer so angenehm, sich zu rasieren, und vor allem, wenn man empfindliche Haut hat, Rasierpickelchen, man kennt es, es gibt so viele kleine Problemchen, die auftreten können. Es gibt von Balea Sensitive das Aftershave Pflegegel, wirkt der Bildung von Rasierpickelchen entgegen, beruhigt gereizte Haut, ist extra für empfindliche Haut nach der Haarentfernung entwickelt worden. Und es ist so ein richtig schönes, huch, ich habe jetzt ein bisschen zu viel genommen, reichhaltiges Gel, zieht auch richtig schön ein und beruhigt extrem. Also wenn ihr irgendwie gereizte Haut nach dem Rasieren habt, wenn ihr euch dieses Aftershave-Pflegegel danach auftragt, hat auch so einen ganz angenehmen, leichten Geruch, aber ist fast geruchsneutral. Und damit könnt ihr richtig schön eure Haut beruhigen und Feuchtigkeit spenden nach der Rasur. Weiter geht's mit der Gesichtspflege. Ich kann euch sehr Beauty Expert Peeling Cleanser empfehlen. Ist mit 0,8% AHA und 3% PHA. Also jetzt auch perfekt für die kältere Jahreszeit, wenn nicht mehr so viel Sonnenschein kommt. Aber schützt euer Gesicht am besten trotzdem, wenn ihr dieses Produkt nutzt, mit Sonnenpflege. Beziehungsweise schützt euer Gesicht generell mit Sonnenpflege. Das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Leicht schäumendes chemisches Peeling für eine sanfte Reinigung mit Panthenol und Aloe Vera. Also reinigt richtig schön das Gesicht. AHA ist ja auch so ein kleines bisschen angreifend, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem ist es halt so ein richtig tolles Produkt, was hier auch, wie auf der Verpackung auch steht, so ganz leicht schäumt. Und das Gesicht richtig gründlich säubert. Ein tolles und gleichzeitig sanftes Produkt für die Reinigung, wo ihr AHA und PHA drin habt, was aber jetzt nicht irgendwie die Haut reizt, sondern es ist auch sehr gut für empfindliche und sensible Haut geeignet, finde ich. Zum Beruhigen der Haut bzw. auch zur Reinigung finde ich auch immer richtig gut das pflegende Gesichtswasser von Balea mit Mandelblütenextrakt für extra trockene und sensible Haut, ist ohne Alkohol
Und es ist so schön sanft zur Haut. Also wie gesagt, es hat eher so einen richtig beruhigenden Effekt und entfernt auch die letzten Reste von Make-up beziehungsweise säubert generell gut das Gesicht. Also ich finde es sehr schön als Micellenwasser. Und was ich auch jetzt schon seit einem halben Jahr immer wieder richtig gerne benutze, ist von Balea das Beauty Hyaluron Serum. Für eine sofortige Glättung und Straffung, spürbare Faltenmilderung, für ein pralleres Hautbild. Es ist einfach so schön, weil es sehr pflegend ist. Und für den Preis, ihr seht, es ist richtig schön cremig. Und für den Preis kann man definitiv nichts gegen dieses Serum sagen. Ich bin der Meinung, es könnte auch aus dem High-End-Bereich stammen, weil es so schön feuchtigkeitsspendend ist und so schön gelig sich verteilen lässt, super schnell einzieht, die Haut so richtig weich und glatt macht. Ich bin ein riesengroßer Fan von diesem Serum. Und aber auch, das habe ich mir jetzt gerade wieder nachgekauft, von Balea das Reinigungsöl mit Arganöl. Für eine schnelle Reinigung, auch bei wasserfestem Make-up, für trockene Haut, parfümfrei und damit kann man schön das Gesicht reinigen. Ist jetzt nicht unbedingt so super bei wasserfester Mascara. Also ich finde, mir bereitet das immer so ein kleines bisschen Probleme, wasserfeste Mascara zu entfernen. Aber bei allem anderen reinigt es extrem gut das Gesicht. Und man hat das Gefühl, es ist danach richtig schön sauber und aber auch nicht ausgetrocknet oder gereizt, weil es gleichzeitig ja ein pflegendes Öl ist. Also es hinterlässt so einen ganz leichten, zarten Film wieder auf der Haut. Und jetzt kommen wir hier zu meinen Ampullen, die hier gerade schon wieder rausfallen. Ich habe hier nämlich noch 2 Stück übrig. Die benutze ich immer mal wieder vorm Schlafengehen. Die kennt ihr auch schon von mir. Die Beauty Hyaluron 7-fach Lifting Kur. Mit 7-fach Hyaluronsäure, Linien und Fältchen werden sofort reduziert. Mit Galanga-Extrakt als Hyaluron-Booster. Spendet einfach so schön Feuchtigkeit und ich bin ein riesengroßer Fan davon, das immer mal wieder so als 7-Tage-Kur. Ich vergesse manchmal auch einen Tag zwischendrin, das ist aber auch nicht schlimm. Einfach immer mal wieder vor dem Schlafengehen zu benutzen. Die Haut fühlt sich danach einfach so richtig schön geschmeidig an am nächsten Tag. Die ist so richtig gepflegt und zart. Dann aber auch 2 Masken, die ich euch empfehlen kann. Und zwar einmal eine Tuchmaske, die Aquatuchmaske. Spendet intensiv und langanhaltend Feuchtigkeit mit Hyaluronsäure und Algenextrakt. Hier ist nämlich Hydrocomplex aus Glycerin und Panthenol, Hyaluronsäure und Algenextrakt enthalten. Und das spendet richtig schön Feuchtigkeit für das Gesicht. Am besten am Wochenende nutzen, wenn man das schön einziehen lassen kann. Danach noch schön verteilen auf Hals und Dekolleté am besten auch. Denn das muss natürlich auch gepflegt werden. Und danach habt ihr so ein richtig schön mit Feuchtigkeit gespendetes Ergebnis. Und ich finde, das ist auch so ein richtig schönes Gefühl, als hätte man der Haut was richtig Gutes getan. Es nimmt so ein bisschen die Schwellung, es ist so ein bisschen kühlend, es fühlt sich einfach super gepflegt danach an. Finde ich immer mal wieder schön. Also so Tuchmasken benutze ich aktuell circa einmal die Woche. Jetzt, wenn Herbst und Winter wirklich da ist und es wieder kälter wird, wahrscheinlich dann auch wieder 2 bis 3 Mal die Woche. Habe ich jedenfalls letztes Jahr auch immer so in dem Dreh gemacht. Aber jetzt, wo es wärmer war, hat mir einmal die Woche auch immer total ausgereicht. Was ich euch aber auch empfehlen kann, sind die Beauty Hyaluron Augen Gel Pads. Für ein glatteres Hautbild bei 95% der Testerinnen mit einem Sofort-Kühleffekt gegen Schwellung mit Hyaluronsäure und Panthenol. Sind wirklich tolle Augenpads. Ich finde, sie sind schon ein bisschen teurer, in Anführungszeichen, für so ein Balea-Produkt, weil hier letztendlich, wie viel sind hier drin? Ich glaube 3 Stück oder so, ne? Genau, 3 Stück sind drin. Also 3x2 Pads, aber die nehmen so schön die Schwellung, die versorgen die Haut so schön mit Feuchtigkeit. Hier ist Hyaluronsäure, Panthenol, bin ich auf jeden Fall ein riesengroßer Fan von. Bevor es weitergeht mit den Haarprodukten, wollte ich euch noch kurz ein Deo zeigen, ein Parfüm-Deodorant. Pure Elegance, 0% Aluminium, langanhaltender, elegant, floraler Duft, der 24 Stunden halten soll. Für mich ist es eigentlich eher so ein Körperspray, also ich benutze es gerne auch so auf der Kleidung. Riecht einfach mega gut. Ich liebe immer diese Deos von Balea, weil die sind ja immer ein Dupe und es gibt da ja verschiedene von, auch von Alien und La Vie est Belle von Lancôme und so. Und das sind einfach wirklich richtig schöne, gut riechende, ich würde es eher Body Fragrance nennen und jetzt nicht unbedingt Parfüm-Deodorant. Aber natürlich, als Deo kann man sich das auch aufsprühen. Man darf halt keinen Schutz erwarten. Ne? Es ist halt wirklich nur für den Geruch da. Ich muss euch unbedingt auch noch etwas von der Keratin-Reihe von Balea zeigen. Ich finde die Balea Haarprodukte normalerweise gar nicht so extrem gut. Aber diese Produkte, die ich euch hier zeige, die kann ich euch wirklich guten Gewissens weiterempfehlen, weil ich sie länger getestet habe und sie wirklich extrem gut finde. Die Keratin-Reihe riecht super gut und die pflegt auch richtig gut. Die macht die Haare so richtig schön glänzend. Ich habe hier einmal die Keratin-Repair-Spülung.
glättet die Haaroberfläche für repariertes, leicht kämmbares und geschmeidiges Haar. Strukturgeschädigtes und brüchiges Haar, Pflegeformen mit Keratin und Peptiden. Die Haare lassen sich danach wirklich super durchkämmen und fühlen sich danach auch so richtig geschmeidig gepflegt an. Also ein tolles Haargefühl. Ich benutze aber meistens auch immer eine Haarkur vor der Spülung. Also die richtige Reihenfolge ist ja Shampoo, Haarkur bzw. Haarmaske und im Anschluss nochmal Conditioner bzw. Spülung. Das hier ist die Keratin Repair Haarkur für strukturgeschädigtes und brüchiges Haar, Pflegeformen mit Keratin und Peptiden, also genau das gleiche wie bei der Spülung und die ist einfach viel reichhaltiger. Also ich würde euch immer empfehlen, nochmal die Haarmaske reinzumachen, vor allem wenn ihr so ein bisschen strapaziertes, geschädigtes Haar habt, was vielleicht blondiert ist oder so, dafür ist das immer gut und die Haare sehen danach wirklich schön aus und riechen richtig gut. Genauso wie aber auch die Balea Plex Care Reihe. Wird ja auch immer wieder mit den Olaplex Produkten verglichen. Ich finde auch, es ist schon auf jeden Fall vergleichbar. Also es ist natürlich definitiv nicht das Gleiche, aber es ist im entferntesten Sinne schon ähnlich. Also wirklich eine tolle Reihe von Balea. Ich habe hier die 2-in-1 Haarmaske. Hilft Lücken in der geschädigten Haarstruktur wieder aufzufüllen für chemisch behandeltes und geschädigtes Haar. Also perfekt für uns Blondinen. Intensive Repair-Technologie mit dreifach Proteinkomplex und Aminosäure. Also das ist wirklich das pflegendste Produkt von Balea für die Haare, was ich tatsächlich kenne. Es gibt auch die Keratinreihe, die ist super, aber die ist nicht so krass pflegend wie hier die Plex Care Reihe von Balea. Spendet richtig schön Feuchtigkeit für die Haare fühlen sich danach wirklich richtig toll an, lassen sich gut durchkämmen. Geruch ist in Ordnung, ist jetzt nicht krass bombastisch gut, da ist die Keratinreihe auf jeden Fall stärker drin, aber auf den Geruch kommt es nicht an, sondern auf den Pflegeeffekt und der ist auf jeden Fall vorhanden. Was ich aber auch richtig gerne mag, das habe ich mir nämlich jetzt gerade wieder nachgekauft gestern beim DM, ist von Balea das Plex Care Serum. Ist auch in Hitzeschutz mit bei, bis 220 Grad und das macht man dann immer in die Haarlängen bzw. Haarspitzen, da wo man halt ein bisschen mehr Pflege benötigt. Ist auch wieder für chemisch behandeltes und geschädigtes Haar, hilft Lücken in der geschädigten Haarstruktur wieder aufzubauen. Auch wieder mit der Intense Repair Technologie, mit dreifach Proteinkomplex und Aminosäuren. Und es gibt ja auch von Olaplex das Serum. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das habe ich auch zu Hause. Es ist halt wirklich sehr ähnlich. Also ist eine große Empfehlung. Riecht jetzt auch wieder in Ordnung, jetzt nicht besonders gut. Das Olaplex Serum riecht aber auch wirklich gar nicht gut, finde ich. Aber dafür macht es die Haare so richtig schön gesünder aussehen in den Spitzen. Gesünder werden die Haare natürlich nicht, wenn sie kaputt sind, sind sie kaputt. Aber auf jeden Fall sehen die Haare schöner aus. Also die Spitzen sehen halt nicht mehr so trocken aus. Spliss wird so ein bisschen gebändigt, dass es besser anliegt und halt nicht mehr so absteht. Die Haare sehen halt wirklich einfach schöner aus nach dem Serum. Da gibt es auch eine Sprühpflege, die ich sehr weiterempfehlen kann. Und zwar die Natural Beauty feuchtigkeitsspendende Sprühpflege mit Bio-Hibiskus-Extrakt und Kokosmilch. Für sprödes und trockenes Haar macht man in die feuchten Haare, ist auch ohne Silikone und das riecht extrem gut. Also das ist wirklich wie so ein Haarparfüm für mich. Und die Haare lassen sich besser durchkämmen, die sehen danach noch gepflegter aus. Wirklich ein schönes Produkt und wie gesagt, alleine wegen des Geruchs ist es sehr empfehlenswert. Aber apropos Geruch, ich habe natürlich auch noch mein Haarparfüm, was ich nach wie vor immer wieder benutze von Balea. Beautiful Scent Haarparfüm gibt es auch in der Drogerie. Es gibt ja auch immer wieder Limited Editions. Ich finde das Beautiful Scent echt mit am besten aktuell. Mit elegantem Duft für ein frisch vom Friseur Gefühl für jedes Haar. Und ich finde, dieses frisch vom Friseur Gefühl beschreibt halt auch perfekt den Duft, weil es halt wirklich so wie frisch vom Friseur riecht. Also so richtig frisch gewaschen, legt sich perfekt um die Haare, wird jetzt nicht fettig oder so. Es ist wirklich, als würdet ihr theoretisch so Wasser reinsprühen. Man kann es auch in den Ansatz oben sprühen. Da fragen ja immer viele nach, wie ich das mache, weil ich so selten meine Haare wasche. Einfach Haarparfüm in die Haare. Und das kann man auch in den Ansatz sprühen, ohne dass da was fettig wird. Und dann riecht es wieder gut. Für die Haarspitzen, wenn ihr jetzt ganz trockene Haarspitzen habt, habe ich auch eine Empfehlung. Und zwar das Beautiful Long Haaröl Elixier. Habe ich jetzt auch gerade nachgekauft. Habe ich auch aufgebraucht. Es hat sehr lang gedauert, das aufzubrauchen. Ich habe bestimmt 3 Monate drin gesessen. Also ich habe es wirklich fast täglich genutzt. Immer wieder so ein kleines bisschen. Es ist super ergiebig. Man braucht nicht viel. Es ist eine sehr kleine Packung, wo man sich denkt, holy moly, so eine kleine Packung, lohnt sich das vom Preis? Der Preis ist ja trotzdem sehr günstig, muss man ja sagen. Aber es ist so ergiebig, also man braucht so wenig davon, weil es so pflegend ist, dass es wirklich super lange hält. Also das ist eine große Empfehlung. Intensive Pflege und geseitiger Glanz für langes, geschädigtes Haar. Pflegeformen mit Magnolienextrakt
und Rizinusöl. Einfach so ein bisschen in die Haarspitzen geben, da wo die Haare halt so ein bisschen trocken aussehen und Pflege brauchen. Dann noch ein Produkt, wo ich jetzt recht neu drauf gekommen bin, und zwar für so Sleeky-Zöpfe. Wenn man sich halt jetzt so eine Sleeky-Frisur nach hinten machen möchte und möchte, dass es alles hält und keine Haare abstehen, macht halt immer so ein bisschen, ja, Sleeky-Look, diesen ganz normalen Sleeky-Look, der, wo man halt sieht, dass man etwas in den Haaren hat. Mag ich aber eigentlich recht gerne für diese Strengfrisur nach hinten. Ich kann euch hier nämlich von Balea das Gelwachs empfehlen. Glossy and Shine für flexible Styling-Kreation. Ist die Haltbarkeitsstufe 4 von 5, also ist schon recht stark von der Haltbarkeit. Und das bringt die Haare so richtig auch zum Glänzen. Also das ist ein wirklich schönes Produkt, wenn man den Effekt mag. Und ich hatte lange nach einem Produkt gesucht, was halt geeignet ist für meine Haare, was ich auch schön finde, was nicht too much ist, aber trotzdem die ganzen Babyhärchen und so bändigt und das einfach so sleeky aussieht, und das ist halt wirklich das perfekte Gelwachs für mich und bringt halt gleichzeitig so einen richtig schönen Glow in die Haare. Ich bin aber mal gespannt, schreibt gerne mal euer Balea-Favorit in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare und abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Es kommen hier immer Mittwoch und Sonntag um 18.30 Uhr neue Videos online. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen und wir sehen uns dann hoffentlich hier ganz bald zu einem neuen Video wieder. Bis dann, tschüss!